Wir befinden uns im TPZ Lingen im Professorenhaus, 1685 erbaut und jetzt eben der wunderschöne Sitz des Theaterpädagogischen Zentrums, wo wir ganz viele Aktionen für Stadt, Land, Region anbieten. Heute findet ein Barcamp statt. Das ist eine Diskussionsplattform, ein Format, wo wir die Menschen ins Gespräch bringen wollen, wo man nicht Experten einlädt, die uns die Welt erklären, sondern versucht, in Settings die Menschen selber zu befragen, ihre Anliegen rauszufinden und sie selber in Diskussionsgruppen schickt und Lösungen erarbeiten lässt. Das heißt, wir alle, die wir hier sind, sind Teil der Lösung und Thema ist heute Ankommen, Flucht, kulturelle Bildung. Was können wir dazu leisten? Das Barcamp hat die Besonderheit, dass wir zu diesem eigenen Diskutieren der Gruppen externe Impulse geholt haben. Wir haben eine interkulturelle Trainerin, Sarah Windisch, die die Leute ins Fragen bringt. Wir haben Nora Haag, die Graphic Recorderin. Sie setzt in Zeichnung um, was passiert, welche Themen angesprochen werden. Das heißt, wir sind heute medial begleitet, aber schon aus Dingen, die aus dem Projekt selbst entstanden sind. Meine Motivation bei diesem Projekt ist es, ein Ermöglicher zu sein für alle diese Begegnungen. Dass man gerne zu uns kommt, dass wir ein Ort sind, wo man sich begegnet, wo man eine Sprache findet. Und alle Angebote, die wir haben, dienen dazu, Menschen in Bewegung zu bringen, ins Spiel zu bringen, auf die Bühne zu bringen, ins Leben zu stellen und Erfahrungen zu machen, die sie sonst nicht machen können. Also ich habe irgendwie schon erlebt, dass viele scheinbar die gleichen Anliegen haben, die ich auch habe. Und das ist irgendwie ganz cool, wenn man das dann auch von anderen hört, dass man damit nicht alleine steht und dann vielleicht auch irgendwie eine Lösung dafür finden kann. Ich finde, das ist eigentlich das Spannende einfach, dass es so ein offener Prozess ist und dass man das Ergebnis vorher nicht kennt so, und man selber nicht weiß, für was interessiere ich mich eigentlich und wo lande ich eigentlich. Ich möchte erreichen, dass das TPZ ein Ort der Begegnung wird, dass wir ein Ort sind, wo Inhalte produziert werden, wo wir nachhaltig Menschen begeistern, dass Menschen mit Fluchterfahrung und Menschen vor Ort zusammenkommen über die Kunst, über die Kultur, dass wir spielerisch uns annähern, um gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Und das macht mich dann stolz, dass wir als TPZ diese Ideen verwirklichen können. Das ist das eine, dass wir auch die Möglichkeit haben. Und das andere, dass die Sachen auch angenommen werden. Und man uns sagt, hey, bei euch verändert sich was, da ist was am Laufen.